Nee, was macht's jetzt weg? Ist der Schmetterling weg? Warum denn? Weggeflogen? Warum will er nicht meine Nase? Oh. Wer hat er deine Nase noch nicht gesehen? Ja. Weil es zu klein ist. Hallo, meine Lieben, auch von mir. Ich bin mit dem Ratons im Garten und die sind alle traurig, dass der Schmetterling nicht auf Laras Nase gesessen ist. Aber Lara, mach dir keine Sorge, vielleicht kommt der Nächste und dann findet er deine schöne kleine Nase. Und ich will jetzt meine Tomatenpflanze umtopfen, weil ihr in diesem Topf nicht gut geht. Und Papa, sind schon einfach der Schmetterling. Was? Siehst du? Hat er schon so gemacht? Ja, wie ihr. Aber ihr braucht tatsächlich noch viel mehr Erde. Schaut ein bisschen zu wenig aus, oder? Ja, Papa. Hm? Ich muss einen Sack Blumenerde kaufen. Wer geht mit? Sophie? Was macht ihr zwei hier? Sophie? Hast du keine Angst? Hallo meine Lieben, auch von mir. Mir geht's heute nicht so gut. Oh, ich sag's euch, ich bin aufgewacht. Mir war schlecht, ich hab was gegessen. Mir war schlecht. Und jetzt habe ich leider sogar ein bisschen gebrochen. Ja, und es ist mir heiß. Zuerst ist mir kalt und es ist mir heiß. Es ist ein bisschen schwül draußen, oder? Schwül. Ja, wie gehen jetzt? Wohin gehen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen noch einen Sack Kartoffeln. Also wir brauchen noch, genau, wir brauchen noch einige Sachen. Ganz wenig. Kartoffeln, Tofu. Ja, ein Brot. Brot und Süßigkeiten. Weil die Kinder essen meine Süßigkeiten auch, die ich mir für die Übelkeit kaufe. Also die gegen die Übelkeit, nicht für die Übelkeit. Nicht so einfach mit den Kindern, oder? Ja. Kaufst du mir jetzt nochmal einen Fischmeck? Ich habe heute das Video fertig geschnitten, also ich habe es fertig bearbeitet, ich habe es nochmal angeschaut und da habe ich in dem Vlog einen Fischmeck gegessen. Ja, da könnt ihr euch vorstellen. Auf jeden Fall habe ich da im Vlog gesehen, dass ich da gerade einen Fischmeck gegessen habe mit Pommes und da war so, Papa, schau. Was? Aber du hast selber gesagt, als du das Video geschnitten hast, musstest du selber Gusto auf Fischmeck, oder? Ja. Mmh. Auf McDonalds ist da Fischmeck. Fischmeck ist nicht so mein Ding. Mein Favorit ist Royal Taste. So, auf die Gefahr hin, dass ihr glaubt, dass ich komplett bescheuert, verrückt oder psychisch gestört bin. der Papa hat mir wieder was von McDonalds geholt. Aber es ist so, ich kann es nicht erklären, aber voll viele von euch schreiben das auch in die Kommentare. Entweder, dass die Mama von euch auch voll bei McDonalds war in der Anfangszeit der Schwangerschaft oder dass ihr selber auch oft bei McDonalds wart. Oh mein Gott, und ich sag's euch, irgendwie diese Kombination aus dieser Pommes, wobei, ich weiß nicht, es hilft mir so, diese Übelkeit. Es ist einfach so, ich weiß nicht, wie so Medizin. Und heute habe ich mal zur Abwechslung mal was Neues genommen. Papa hat nämlich vom Royal Test geredet und da, oh Gott, der hat ja Zwiebeln. Ich habe vergessen, dass der Zwiebeln hat. Muss ich den rausholen. Ich glaube, von den Zwiebeln wird mir nämlich schlecht. Auf jeden Fall Royal TS. So eine Zwiebel. Und ein Salat. Zwiebel kann ich gar nicht rausholen. Sind klein geschnitten. Wir probieren es trotzdem. Papa ist jetzt kurz zum Baumarkt reingegangen. Und ich esse mein Essen. Ich weiß nicht warum, aber das ist so richtige Suchtgefahr. Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm, dass ich dann
wenn ich bei McDonald's vorbeifahre, gar nicht mehr vorbei, also dass wir da gar nicht mehr vorbeifahren können, ohne was zu holen für mich, weil mir das einfach so richtig Linderung gegen meine krasse Übelkeit. Mega. So. Mal was anderes wie Fischmeck, Royal Test diesmal. Richtig cool. Ich sag's ja. Das ist richtig das Beste. Oh mein Gott, so lecker. Ich hoffe, dass diese Übelkeit bald aufhört. Weil ist halt unangenehm. Obwohl ich ja gerne zu McDonald's gehe. Aber trotzdem ist es so unangenehm. Ja. Na gut, ich werde jetzt meinen Royal Test in Ruhe essen und die Kamera ausmachen, damit ich euch nicht viel zu großen Hunger mache. Oh Gott, wie schaue ich aus ohne Bart? Ich muss meine Stimme an dein Gesicht anpassen. Hallo meine Lieben! So meine Lieben, wir sind zu Hause angekommen. Die Mama hat sie kurz im Bett hingelegt, weil ihr aktuell nicht wirklich gut geht. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch, was ich heute so eingekauft habe. Es ist zwar nicht viel, aber vielleicht interessiert euch und deswegen zeige ich euch gleich. Also, wir waren heute bei Merkur. Die Mama hat sich ein bisschen oder ein paar Sachen zum Naschen gekauft. Und zwar so zwei Stück Torte. Der schaut lecker aus. Sie wird wahrscheinlich oder sie muss wahrscheinlich diese Torte mit uns alle anderen teilen. Weil den Kuchen an sich schaut sehr lecker aus und ich glaube nicht, dass sie das alleine alles schafft. Oder vielleicht doch. Dann hat die Mama noch zwei Milchschnitte gekauft für die Kinder und auch natürlich auch für die Mama, weil sie auch ein bisschen oder eher öfter jetzt nascht. Kaugummi für Kotztage, einmal Skittles. Dann noch zum Naschen hat die Mama dreimal Tender gekauft, einmal mit Nussfüllung, einmal mit Milch, ja, und noch einmal mit Milchfüllung. Oreo-Kekse, das ist die Michelle, aber auch nicht nur die Michelle, sondern ich nasche auch ab und zu von dem, die Mama isst auch sehr gerne. Also uns schmeckt diese Oreo sehr, sehr gut. So, dann haben wir einmal Cabanossi oder Knabberstangel, wie das heißt. Einmal Gurke. Wir haben einmal Extrawurst, weil die Mama ein Gusto auf einen Extrawurstsalat hat. Und auch die Kinder frühstücken das auch sehr gerne. Für den Salat hat die Mama auch ein Joghurt. Also das dient auch als Dressing für den Salat. Einmal Käse Gouda. Da hat sie die Mama eine Packung Soletti Herzblatt Mix. Das ist so gemischtes Zeug, weiß ich nicht. So Herzen, Brezeln, paar Stangerln. Einmal Grissini. Die schmecken nämlich sehr gut. Mir schmecken eigentlich die mit Rosmarin und Olivenöl. Die Mama hat die ganz normale gekauft. Also, ich weiß nicht, geschmacksneutral oder was noch immer. Einmal Le Baguette. Ah, riecht gut. Wir haben Tofu-Mandeln-Nuss gekauft. Sieht man das? Die Mama macht immer so, ne? Ja, schau, das funktioniert. Also Tofu-Mandeln-Nuss, der ist wirklich vom Geschmack her besonders gut. Dann haben wir eine Packung Wiener gekauft. Und eine Packung Bio-Kantwurst. Dann haben wir eine Packung Salz gekauft. Das haben wir auch von Merkur gekauft. Ja, minus 25%. Da haben wir so Aufkleber gehabt. Und natürlich bei solchen Produkten ist schon sinnvoll zu benutzen. Weil so eine Packung, glaube ich, hat knapp 5 Euro gekostet. Und 25%, warum nicht? Ne? Ja, also wir benutzen nur solche Salz, also dieses weiße Salz, das benutzen wir nicht, weil es eigentlich gar kein richtiges Salz ist,
sondern ja, das ist ja Natriumchlorid, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Dann habe ich für mich natürlich Bier gekauft. Naja, muss ja auch manchmal ein bisschen tanken. Auf trocken kann man nicht fahren. Na, ich trinke eigentlich Bier nur beim Kochen. Ich weiß nicht warum. Es ist so wie ein Ritual geworden. Paprika haben wir dreimal. Das brauche ich für Mama-Salat und für unser Gericht, also für dieses veganes Gericht auch natürlich. Kartoffeln, speckig. Ich bin nämlich auch speckig. Deswegen habe ich auch speckige Kartoffeln gekauft. So, mehr habe ich nicht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Und schauen wir mal, was es heute noch passiert. Bleibt dran. Ich bin wieder in der Küche. Ich bereite jetzt Abendessen vor. Das ist eigentlich mein Bereich. Also Küche ist mein eigenes Büro. Jetzt bereite ich für Mama einmal Shrimps mit Reis und ein paar Gemüse. Und für die Lara und für die Michelle Tomatensuppe. Die Tomatensuppe ist jetzt schon auf dem Herd, also das dauert ja nicht mehr lang und es ist fertig. Da habe ich euch nicht mehr gezeigt, wie ich das vorbereitet habe, da ich schon letztes Mal gezeigt habe. Und für die Mama habe ich noch nicht angefangen, aber wir werden dann gemeinsam kochen. Hier habe ich noch ein paar Gemüse ins Wasser eingelegt zum Kochen. So, meine Lieben, Mamas Essen ist fertig. Schaut so aus. Nicht wie ein Fischneck, aber à la Papa. So, meine Lieben, wir haben 20 Uhr, wir haben gegessen. Der Patrick ist mit Lara unten, die zocken jetzt auf PlayStation Monopoly. Die Michelle schaut sich gerade einen Film an und die Mama liegt im Bett. Und die Luisa ist die Einzige, die noch Energie hat. Und spielt alleine mit Playmobil. Ich will es aber nicht alleine spielen lassen, deswegen gehe ich auch hin. Und wir werden dann gemeinsam spielen. Luisa, ey, wie geht's dir, Masi? Machst du mit mir spielen? Mhm. Oh, das ist aber lieb von dir. Darf ich kurz hinsetzen? Und was willst du, Masi? Wer liegt im Bett? Ihr geht mal kurz weg von da. Ja, ich bin da. Komm her. Hallo, Lisa. Was ist denn, Mama? Was machst du da? Hey, du bist auf dem Dach. Komm runter. Ich habe Angst, dass du runterfliegst. Nicht du, Sophie. Das Baby. Hey, Luisa, komm, Essen ist fertig. Komm, Mama. Komm, das Essen wird kalt. Kalt? Ja. Tuk, 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 tuk. Ice cream. Hallo. Hallo, machst du ein Eis essen? Welches Eis willst du? Dieses Eis, warte kurz. Welches Eis willst du denn? Oh, ich bin runtergefallen. Du willst Eis. Ice Cream. Das ist Eis. Welches Eis willst du? Das. Komm. Komm her, ich gebe dir Eis. Okay. Hier gibt es rumänisch und der Raza. Für die Luisa. Raza? Ja. Wie mach Raza? Mach. Und das ist das? Kazelu. Der Raza. Das ist das?
Ratza. Ist das? Ratza. Ratza? Ja. Du bist ein guter Daddy, oder? Das. Ratza. Das. Ratza, was der mag. Und hier haben wir auch wieder ein bisschen Wäsche zum Falten. Voll entspannt, oder? Was? Wie schaut man aus? Das ist jetzt ein Wuschel. Entspannt. Ich würde lieber kochen den ganzen Tag, anstatt dass mir schlecht ist. Nein, das nicht. Doch, würde ich, wirklich. Ganzen Tag kochen. Was ist das Schlangenmädchen? Was? Schlangenmädchen. Mach ich nochmal? Nochmal? Zeig mir, wie geht's. Schau. Wow, sie könnte beim Bundesjahr arbeiten. Kommando-Mädchen. Ja, Kommando. Wow, Lisa. Really, really cool. Na, Emi, du Ratte. Was ist ja? Kleine Emi-Mini. Emi ist schon so riesig geworden. Ha? Wer kann sich noch erinnern, die kleine Emi? Die kleine Emi ist schon fast so groß wie die Sophie. Kleine Emi, ha? So, ich gehe mich wieder ein bisschen hinlegen. So, der Papa hat gesagt, er will den Vlog beenden. So. Na, von dieser Position haben wir noch nie ein Video beendet. Emi sagt tschüss. Hallo meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Knochen nach oben drücken. Geht mal raus von da. Hey. Hallo, was ist das hier? Kuscheln. Papa, ordentlich. Emi, schau mal, Papa, ordentlich. Schau, wie die Sophie sich hier hingelegt hat. Oh. Ich liebe euch. Super. Sieht man uns noch? Die Sophie kann das wieder beenden. Na gut, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Daumen nach oben, Nicole. Tschüss.